Guten Morgen, ich bin's Wild Horse von Mivut und heute unser nächstes Frühstück. Frühstück ist für mich immer das, was schnell geht. Mittagessen, Abendessen. Mittagessen kann ein Snack sein. Abendessen, da nehme ich mir mehr Zeit und mach's abends. Da habe ich morgens keine Zeit für. Das hier sieht nach viel aus, geht aber ganz schnell. Wir werden es gleich sehen. Heute mache ich ein bisschen Hähnchenbrust mit Salbei und Thymian, Salz und Pfeffer in der Pfanne. Das geht jetzt gleich ganz schnell. Ich schneide es jetzt auf und lasse es garen, während ich den Rest vorbereite. Und dazu gibt es einen Salat mit Rucola, Tomaten, Oliven, mit Balsamico und Olivenöl und ein bisschen Oregano und ein paar Mandelsplitter, die ich mir vorher ganz leicht angeröstet habe. Und als kleiner Muntermacher nebenher gibt es einen Shake aus Kokosmilch, ein bisschen Wasser und Heidelbeeren. So, los geht's. Zuerst schneide ich die Hähnchenbrust einfach in Streifen. Das sind jetzt 220 Gramm ungefähr. So, dazu habe ich ein extra Messer und ein extra Brett, ja, weil das rohe Hähnchenfleisch will ich nicht in meinem Salat haben, wegen der Möglichkeit Salmonellen oder irgendwas zu übertragen. Nachher mache ich den Salat mit dem Messer und dem Brett, ja. So, das lege ich mir dann hin. So. Darauf kommt der Salbei. Das vermischt sich dann im Öl und der Geschmack wird überall hingetragen. Ich habe Kokosöl in der Pfanne und ein ganz kleines bisschen Butter dazu, weil meiner Erfahrung nach, auch wenn das nicht strikt Paleo ist, es verhindert bei niedrigen Temperaturen, verhindert es einfach ein Ableben besser, meiner Meinung nach. So, hier ist der Thymian. So. Jetzt ich auch übers Fleisch. Boah, ich liebe den Geruch von diesen frischen Kräutern, wenn man sie aufschneidet. Wunderbar. Beides natürlich aus unserem Garten. Pfeffer drüber. Eine Prise Salz, Himalaya-Salz, so. Und ab geht's. So, während das Hühnchen vor sich hin brutzelt, habe ich hier ein paar Sachen vorbereitet. So, jetzt, ich schneide erstmal den Rucola klein. Tomaten schneide ich in Stücke. So, das sieht doch gut aus. Das richte ich jetzt auf dem Teller an. Da ist mein Teller. Ich mische jetzt einfach hier auf dem Brett. Das ist doch eine gute Idee. Ich mische es auf dem Brett. Das ist ziemlich üppig, mein Frühstück. Macht nichts. Ich habe vor, ein bisschen Sport zu machen nachher. Und da trifft sich das ganz gut. Wenn du kleiner portionieren willst, mach das einfach. Ja? So, dazu kommen die Oliven. Die schneide ich auch alle einmal durch. Rollen sie nicht weg. Sehen schön aus. So, jetzt seht ihr mal, das geht wirklich. Das ist ein flinkes Frühstück. Auch wenn es nach viel Zeugs aussah.
Es wird einfach wunderbar und es wird mich durch den Tag tragen. Es ist zugegebenermaßen vielleicht eher was für Wochenends. Man könnte es auch abends essen oder mittags. Ich stehe auf sowas morgens zum Frühstück. Das ist einfach, das gibt mir Energie für die zwei Pferde. So, die Mandelsplitter. Ja, Mandelsplitter. Das ist ein kleines bisschen einmassieren hier. So, oh, das ist doch geil. Oregano. Und jetzt muss ich das Hühnchen wenden. Sehr gut. Da ist mein Balsamico und Olivenöl. Ich streue ein kleines bisschen Salz drauf. So, reicht. Bisschen Pfeffer. Balsamico. Und Olivenöl. So, das ist mein Salat. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich freue mich drauf. Freue mich wirklich drauf. Ich lege mal das Brett auf die Seite. Und jetzt mischen wir mal diesen Smoothie. So, Blaubeeren. So, das sind 400 Milliliter, dann habe ich jetzt... Dann habe ich jetzt 150 Milliliter rein. Nicht das ganze Wasser. Jetzt mache ich die Pfanne aus. Mische mir meinen Shake. Leute, das ist ein traumhaftes Frühstück. So, da ist er, mein Shake. Ups, ein paar Brocken sind drin. Hätte ich ein bisschen länger mischen müssen. Macht nichts. Das nächste Mal. Ist aber genau ein Glas voll. Jetzt kommt das Hühnchen. Das nenne ich mal ein Frühstück. Da freue ich mich drauf. Das esse ich jetzt. Ich gehe raus in den Garten. Ich liebe es hier, da zu sein. So, da bin ich. Jetzt probiere ich erstmal den Shake. Leicht, cremig,
fruchtig, wunderbar. Besser frühstücken kann man nicht als bei White Horse zu Hause. Einen guten Appetit wünsche ich euch. Probiert es mal aus. Also dieser Salat ist der Knaller. Salbei Thymian. Traumhaft. Ich bin Wild Horse von Move Root. Get outside, move to your roots. Bis bald beim nächsten Frühstück oder einem anderen Video. Ciao.